du bist und bliebst in meiner Seele, Victoria, mir her. Sehr enttäuschend, also sehr enttäuschend vom Ergebnis nur. Ansonsten von Leistung bin mit der Mannschaft sehr, sehr zufrieden. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Spitzenmannschaft und wir waren nah dran, uns zu belohnen. Und leider mit, vielleicht man kann schon sagen, mit Pech haben wir das Spiel kurz vor Schluss verloren. Und das ist natürlich für uns alle sehr, sehr ärgerlich. Aber das ist ja nach dem Spiel, ist ja vor dem Spiel. Wir haben nicht so viel Zeit, jetzt nachzugrübeln. Wir müssen das Spiel abhaken und wir haben jetzt mit ähnlicher Mannschaft, mit ähnlicher Spielkultur kommt jetzt unser nächster harter Gegner auf uns zu und das ist die Mannschaft von Meppen. Ich sehe sehr viel Parallelen zwischen Mannheim und Meppen. Beide Mannschaften arbeiten schon länger mit dem Trainer. Die haben namhaften Spieler her wenig Leute immer dabei, aber sind trotzdem sehr, sehr ausgeglichene Mannschaften, sehr homogene Leistung und dadurch, dass die jedes Jahr immer wieder zusammenspielen und auch punktuell sich verstärken, die haben sich natürlich unheimlich viel stabilisiert, sowohl Mannheim als auch Meppen. Deswegen sehe ich sehr viel Parallelen zwischen den zwei Mannschaften, auch zwei sehr gute Trainer natürlich. Also von daher macht die Aufgabe morgen für uns nicht leichter. Ich sehe, wie schon wiederhole ich mich, das Spiel morgen genauso wie vor Mannheim. Also schwere Aufgabe für uns. Und nichtsdestotrotz, wir müssen jetzt nach diesem nicht gewonnenen Spiel versuchen, jetzt morgen hier nochmal zu gewinnen. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja, das war auch so ein bisschen, sag ich mal, so eine Phase. Nicht nur dieses Spiel, auch gegen, vorher war Magdeburg, nee, danach war Magdeburg und München 1860. Das waren drei Spiele hintereinander, wo wir reguläres Tor erzielt haben und sind nicht gegeben worden. Das war so eine Phase, wo man als Trainer manchmal sagt, okay, im Fußball gleicht sich alles aus. Und bis jetzt habe ich noch nie eine Situation gesehen, diese Saison, wo wir von Schiedsrichterfehler uns profitiert haben. Vielleicht kommt noch. Aber Spaß beiseite, ich will nur damit sagen, das war auch natürlich sehr enttäuschend. Das war auch genau die Phase, wo wir viele Spiele gut gespielt haben und nicht gepunktet. Und dann geht ein bisschen auch dieses Selbstvertrauen dadurch verloren. Jetzt dürfen wir jetzt nicht so in so eine Spirale wiederkommen. Wir müssen deswegen, sage ich jetzt, positiv nach vorne schauen. Wir können das nicht mehr ändern. Es ist vorbei, es ist Geschichte. Einzige, was wir jetzt machen können, ist ja morgen Gas geben und die drei Punkte hier in Köln lassen. Nee, André Weiß würde definitiv nicht spielen können. Bei ihm ist ja diagnostiziert Muskelfaserriss. Also sieht nicht gut aus für die restlichen 2-3 Wochen. Deswegen, egal was ich jetzt als Prognose abgebe, wäre unseriös. Deswegen, ich persönlich glaube ich nicht, dass er jetzt die Spiele bis zum Saisonende mir zur Verfügung stehen würde. Wenn anderes kommen sollte, dann habe ich nichts gegen, aber ich glaube momentan nicht. Deswegen haben wir jetzt immer gesagt, wir haben drei gute Torwarte. Jetzt haben wir Patzler, der sehr gutes Spiel gemacht hat, in Mannheim etwas unglücklich, leider. Und wir haben auch einen Daniel Mesenhöhler nach langen Verletzungen, der momentan auch Topleistung bringt und brennt. Und er will wieder spielen natürlich. Er war auch sowieso vor der Verpflichtung von André Weiß auch unsere Nummer 1. Der Daniel Mesenhöhler, jetzt ist ja wieder gesund. Es wird schwere Entscheidung für mich. Natürlich auch, egal ob ich jetzt für Patzl oder Daniel Mesenhöhler mich entscheide, würde für beide natürlich nicht leicht oder für einer von beiden wird nicht leicht zu verstehen. Aber deswegen bin ich auch Trainer, Entscheidungen zu treffen und das werde ich auch machen. Aber ich will nochmal darüber schlafen. Ich will auch mit den beiden nochmal sprechen, auch Gefühl zu entwickeln und das wird keine leichte Entscheidung für mich. Aber ich sage es nochmal, wir haben drei gute Torwarte, jetzt haben wir zwei und von diesen zwei muss ich jetzt mich entscheiden. Aber wichtig ist auch die Mannschaft und das ist ja auch für mich, was zählt. Du bist und bliebst in meiner Seele, Victoria.